Hallo, meine Herzensmenschen da draußen. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Zeit gefunden habt, die Botschaften für den Mittwoch gemeinsam mit mir anzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dienstag. Ich habe mir heute mal einen Kosmetiktermin geleistet. 1,5 Stunden habe ich mich ja massieren, einölen lassen. Es war herrlich. Ich glänze wie ein Kinderpo. Und ich weiß nicht, ich glaube, die hat so viel Ampullen und Cremes in meiner Haut massiert. Das reicht für den Rest meines Lebens. Aber es war einfach gut. Gönnt euch sowas auch mal. Es ist schön, die Seele baumeln zu lassen und sich mal von jemandem verwöhnen zu lassen. So, ich habe mir heute überlegt, wir werden, bevor wir in die Liebesenergien schauen für morgen, eine Karte aus dem Seelenorakel ziehen, was unser Herz uns für den morgigen Tag mitteilen möchte, vielleicht worauf wir achten sollten oder ja, welche Botschaft uns erreichen soll. Da hätte ich gerne eine Karte, weil jetzt geht es ja erstmal in die Liebesenergien für den Mittwoch. Und da hätte ich eine Karte gerne. Eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren. Naja, die Botschaft bekommt ihr ja mehr oder weniger schon von mir heute Abend. Aber achtet am Mittwoch mal auf Zeichen. Engelszahl, ne? 11.11 Uhr, 22.22 Uhr. Entschuldigt. Achtet jetzt auch mal heute Nacht auf eure Träume, gerade morgen früh. Die geistige Welt möchte uns gerne etwas über unsere Träume mitteilen, denn so erreicht sie uns am einfachsten. Jetzt werdet ihr sagen, ja super Träume, ne? Weiß ich genau, 10 Sekunden, wenn ich aufgewacht bin, dann sind sie weg. Dann legt euch ein Büchlein neben das Bett. Wenn ihr aufwacht, stichwortartig aufschreiben, was euch noch einfällt. Versucht bloß keinen Satz zu bilden, nach einem halben Satz ist der Traum weg. Stichwort: Was habt ihr gesehen? Wie habt ihr euch gefühlt? Was für Musik habt ihr gehört? Wen habt ihr getroffen? Was weiß ich alles? Stichworte aufschreiben. Trainiert das. Desto mehr ihr das macht, desto besser könnt ihr euch an eure Träume erinnern. Und wie gesagt, unser Unterbewusstsein und die geistige Welt spricht sehr gerne über Träume mit uns. Also achtet am Mittwoch ganz besonders mal alle Sinne freischalten und schauen, welche Botschaft möchte den Weg zu euch finden. Und jetzt geht's in die Liebesenergien für den Mittwoch. Achtet vielleicht auch mal auf die Lieder, die kommen, ne? Vielleicht gerade zum Thema Liebe wird euch die geistige Welt über die Texte in den Liedern etwas mitteilen. Die Routen schon wieder, ja, Kruzifix. Die Heilung, der Feenmantel und die Berge. Okay, ja. Bei einigen von euch ist es tatsächlich so, dass die Liebe blockiert ist. Ja? Der Berg ist ein Hindernis. Bumm. Ist kein Hindernis, wo man nicht außen rumlaufen kann, sage ich immer. Aber im ersten Moment ist da jemand blockiert und zeigt auch nicht sein wahres Ich. Was nicht heißen muss, dass es bösartig ist, wenn man nicht sein wahres Ich zeigt. Vielleicht hat aber auch jemand Angst, sein wahres Ich zu zeigen und ist deswegen in seiner Handlung blockiert. Da soll aber Heilung reinkommen, weil hier mit dem Heiltrank, ihr seht das goldene Licht, Gold, Heilung, soll Heilung reinkommen in dieses Zwiegespaltensein. Ja? Das haben wir in letzter Zeit ganz oft, dass die Menschen so zwiegespalten sind, so hin und her gerissen. Die Routen fallen oft, soll ich nicht? Ja, nein, zeige ich mein wahres Gesicht, nehme ich den Feenmantel ab oder nicht? Schauen wir mal weiter. Naja, die Liebe ist schon mal draufgefallen. Das ist super schön.
Der Turm, ja, passt, ne? Und der Neuanfang, wow, gut. Die Blockade geht definitiv raus, denn der Sarg sagt, da wird etwas hinter sich gelassen, damit etwas Neues beginnen kann, ja? Also dieser Berg wird umrundet. Der Turm sagt, da hat sich jemand zurückgezogen, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Hat sich jemand zurückgezogen in den Turm, hat nicht wirklich gezeigt, was er denkt und was er fühlt. Oder sie, ihr Herren, ihr wisst es. Das Kreuz, da war eine Belastung. Das hat euer Gegenüber belastet. Der Rückzug war jetzt nicht so ein Rückzug, ich gehe jetzt Party machen, sondern eher den Rückzug, einen Weg zu finden, das Alte hinter sich zu lassen. Den Berg zu umrunden und aus dem Turm rauszukommen. Und diese Belastung geht in die Heilung. Denn die Liebe ist stärker als der Zweifel. Ist immer die gleiche Botschaft im Moment, merkt ihr es? Rückzug, um herauszufinden, was man fühlt, ja? Wie man die Hindernisse aus dem Weg schaffen kann, die zwischen einem stehen, damit man neu beginnen kann, das Alte hinter sich lassen kann und der Zweifel verschwindet und die Liebe siegt. Schön, gefällt mir. So, was sagen die Tarotkarten noch dazu? Es ist ja auch, ihr wisst es, es ist immer noch rückläufiger Merkur. Was bedeutet Revue passieren lassen? Ja? Und wer die Horoskope von mir geschaut hat, da habe ich das erklärt. Rückläufiger Merkur liebt zweite Chancen mit Vergangenem. Ja? Also das ist eine Energie, die sagt, man lässt vergangenes Revue passieren. Man schaut sich an, was war da und man möchte vielleicht eine zweite Chance. Weil man jetzt so ganz genau hinschaut, was ist denn da abgegangen? Warum ist das ein oder andere so gelaufen und kann ich da nochmal einen Neustart haben? Kriege ich da nochmal eine zweite Chance? Entscheidet jeder von euch selbst, ob ihr jemanden, der im Rückzug war, noch mal eine Chance geben möchte. Das sind zu viele. Zwei Energien hätte ich gerne noch auf die Liebe. Jo. Da hat der Mangel geherrscht, ne? Oder da herrscht der Mangel. Dieses Auf und Ab, ne? Dieser innerliche Kampf, das zeigt das ganz, ganz deutlich hier mit dem Kreuz, mit der Belastung. Da hat euer Gegenüber einen inneren Kampf gekämpft. Vielleicht Herz gegen Kopf, ne? Geht, geht nicht, sagen ja die Routen. Dabei hat er sich aber nicht gut gefühlt. Dabei hat er sich sogar richtig scheiße gefühlt, denn der guckt ja nicht mal hin, ne? Hoffnungslos. Da war, das ist auch so eine Karte wie die Ruten, auf einem Bein stehen, noch nicht auf beiden. Also in dem Rückzug, da könnt ihr euch sicher sein, ist euer Gegenüber nicht glücklich. Das Ass der Stäbe zeigt aber genau an, ich mache mir wahnsinnig viel Gedanken, wie kann ich in die Bewegung kommen. Da kommt echt Feuer unterm Hintern bei eurem Gegenüber. Da tut sich was. Denn er fühlt sich nicht gut oder sie fühlt sich nicht gut. Jetzt muss er nur noch die Arschbacken zusammenkneifen und losmarschieren. Denn die Liebe wird siegen. Na? Also schön, da lässt jemand Revue passieren. Das sind Merkur-Energien. 100%ig. Gut, jetzt schauen wir in die allgemeinen Energien und was sagt da unser Herz? Ups, da denn dazu?
Folge dem Weg deiner Seele und lass dich von nichts und niemanden aufhalten. Mega schöne Karte. Wir lassen uns nicht aufhalten, oder? Wir folgen unserer Seele, wir folgen unserem Herz und unserer Intuition sowieso. Ja, da nicht gerade so, aber no. Mai wird's auch noch lernen. Eine Karte hätte ich gerne noch. Was sind denn die allgemeinen Energien für den Mittwoch? So, Klavier, die Landkarte, die Snecke, die haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt und die Nachricht. Gut, schauen wir mal hin, witzige Botschaft. Einige von euch warten auf eine Nachricht, die sich schon länger hinzieht. Ja? Vielleicht habt ihr euch irgendwo beworben oder ihr sucht eine Wohnung, was kann es noch alles geben? Ihr sucht nach einem bestimmten Möbelstück. Ihr wartet auf jeden Fall auf eine Nachricht, ja? Die schon ewig nicht eingetroffen ist. Es zögert sich hin, die Schnecke ist ja, wissen wir alle, nicht sonderlich schnell, ne? Und da zeigt sich jetzt aber ein Ende ab. Denn wie ihr seht, hier diese kleine Nadel, die sticht in die Landkarte. Was bedeutet, die Schnecke weiß endlich, ja, wo sie die Post abgeben muss. Ist nämlich eine Postschnecke. Und das Klavier zeigt, das ist harmonisch, also in eurem Interesse. Also auf was ihr auch immer wartet, schon total ungeduldig, ja. Das kommt jetzt echt in die Pötte. Die Schnecke wird zur Rennschnecke und weiß jetzt, wo sie diesen Brief abgeben muss. Also da zeichnet es sich ab, dass ein Thema von euch jetzt zum Abschluss kommt. Und ihr wart saumäßig geduldig. Schauen wir mal weiter. Aber eure Seele weiß, dass es gut wird, ne? Übrigens eine der höchsten Karten. Ne? Wenn ihr den Hirsch anschaut, in vielen, vielen alten Mythologien ist der Hirsch der Beschützer und der Heiler. Die Schutzkarte. So. Ups. Ist doch der Hammer, oder? Jetzt fällt der Hirschbock. Okay. So, ja, endlich. Schaut mal, die Schnecke hat nämlich jetzt den Weg gefunden und das Schiff auch noch. Gut. Wie gesagt, ihr habt auf eine Nachricht gewartet, auf eine Nachricht gehofft. Schon länger. Jetzt kommt wirklich dazu, dass die Schnecke den Weg findet, hat die Landkarte schon gesagt. Der Leuchtturm hat ihr geholfen, den Weg zu finden. Und der Platz Hirsch. Der Hirsch ist immer so ein Zeichen von, wie soll ich denn das erklären? Da wird sich durchgesetzt, ja? Der Hirsch setzt sich durch. Der kämpft mit seinen Kollegen um das Rehlein. Da ist Power dahinter. Also auch eine Erfolgskarte. Ja, ihr habt euch durchgesetzt, ihr werdet euch bei diesem Thema durchsetzen. Die Nachricht wird positiv sein. Eure Geduld zahlt sich aus. Die Schnecke bringt euch die erfreuliche Nachricht, den Vertrag, was ihr immer gewartet habt. Und zweimal der Hirsch, meine Lieben, das sind mega Energien. Schauen wir mal, was die Tarotkarten noch dazu sagen. Aber das ist echt ein Thema, da habt ihr lange gewartet, denn ihr wisst, Schiff ist auch nicht gerade schnell, Schnecke ist nicht schnell. Die Landkarte und der Weg, das hat echt Umwege mit sich gebracht. Vielleicht musstet ihr da auch wirklich kämpfen, so wie der Platzhirsch, um euer Sieg. Aber jetzt ist es auf der Erfolgsstrecke. Die heben wir uns jetzt noch auf. Ja. Jo, wird gut. Alles wird gut. Uns kommt jetzt doch schnell. Ja. Ihr habt drauf gewartet. Ihr habt davon geträumt. Es war eure Sehnsucht.
Es war euer Wunsch, was da jetzt zum Laufen kommt. Und wie gesagt, jetzt geht es schneller voran. Der Brief ist fast schon im Briefkasten und das sagt einen Neubeginn auch voraus, denn der Narr ist auch eine Art Neubeginn, denn er lässt sich im Vertrauen fallen. Also euer Vertrauen hat sich definitiv gelohnt. Ihr seid da geduldig gesessen, habt Ausschau gehalten nach dieser Schnecke, nach diesem Thema, auf das ihr so gehofft habt. Und jetzt kommt es an. Jetzt kommt es zum Laufen, jetzt kommt es zum Rollen. Ihr dürft euch auf positive Nachrichten freuen, egal was ihr gerade im Kopf habt. Jeder von euch hat ja ein anderes Thema im Kopf, aber die Energien sagen positive Nachrichten in einem Thema, auf das ihr euch schon die ganze Zeit gefreut habt. Und das ist auch noch die Feierkarte. Ihr werdet was zum Feiern haben. Schöne Botschaften, gefällt mir. Auf was warte ich? Mal überlegen. Ah, meine Steuererklärung. Vielleicht habe ich da auch was zum Feiern. Ist meine Kosmetikerin wieder drin. So, wir schauen mal, welche Energie uns begleitet morgen. Nee, das sind ein bisschen viele. Nehmen wir die ist einzeln. Meditiere und denke nach. Ja, das Wetter ist super zum Meditieren und zum Nachdenken. Für all diejenigen, die hier diese Entscheidung haben mit dem Herzensmenschen, der vielleicht wieder zurückkommt, denkt nach, bevor ihr schießt. Ja? Jeder macht mal Fehler, obwohl Fehler sage ich nicht gerne. In dem Moment, in dem man etwas macht, denkt man, dass es der richtige Weg ist. Vielleicht ist man eine halbe Stunde später schon schlauer, aber das sind alles Lernpunkte. Also seid manchmal auch gnädig, verzeiht, wenn ihr das Gefühl habt, der andere meint es ernst. Jo, meine Lieben, ich finde, es waren schöne Botschaften für den Mittwoch. Teilt dieses Video herzlich gern, abonniert den Kanal, der ist nicht nur 6 Wochen kostenfrei, der ist immer kostenfrei. Ich freue mich darauf, wenn ich euch am Mittwochabend, genau morgen Abend wieder sehe. Und dann schauen wir mal, was uns der Donnerstag bringt. Jetzt toi 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 für euer Ziel, für eure Liebe. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Bis dahin alles, alles Liebe. Ich freue mich auf euch. Ihr seid spitze.